Es ist ungewiss, wann der dritte Akt von Wano Kuni enden wird, doch was wir wissen ist auf jeden Fall, dass wir einen Einblick in die Außenwelt bekommen werden, wie schon zweimal davor. Und bei diesen zweimal sahen wir immer mal wieder Mihawk und ich denke, Oda verfolgt hier eine Side-Story von Mihawk, die auch im dritten Teil, wo wir einen Einblick auf die Außenwelt bekommen, auf jeden Fall weitergeführt wird. Und ich habe heute eine interessante Idee und will sie mit euch diskutieren. Und zwar geht es darum, dass Mihawk gegen die Blackbeard-Bande kämpfen wird. Ihr könnt in den Kommentaren natürlich mit Hashtag Blackbeard oder Hashtag Mihawk kommentieren und eure Meinung dazu sagen, was ihr glaubt, wer einen Kampf gewinnen würde und auch generell beim Ausrufezeichen abstimmen. Ich würde sagen, labern wir nicht großartig herum und fangen sofort an. Als in den Zeitungen bekannt wurde, dass der Ex-Samurai Moria gerade eine Zombie-Invasion auf der Insel Beehive durchführt, die zum Territorium von Blackbeard gehört, welcher aktuell einer der vier Kaiser ist, geriet natürlich auch Peruna in Aufruhr und freute sich darüber, dass die Kapitän Moria noch am Leben ist. Doch Mihawk hat es Peruna nicht erzählt gehabt. Der Grund dafür ist, denke ich mal, ganz einfach. Es liegt daran, dass er sich Sorgen um Peruna machte, denn auf der Insel Beehive könnte einiges schief laufen und er traut es natürlich einem Moria nicht zu, es mit der Blackbeard Piratenbande aufzunehmen. Und Blackbeard ist generell so hinterhältig und auf der Suche nach Teufelsfrüchten, dass Peruna für ihn sozusagen ein gefundenes Essen wäre. Deshalb hat er es, denke ich mal, ihr nicht erzählt, weil er sich Sorgen um sie macht. Jedoch ist es so, dass Peruna dennoch losgegangen ist und Mihawk sich gedacht hat, vielleicht ist es wirklich besser so, dass du gehst, denn anscheinend ist auf der Reverie irgendwas vorgefallen, was hier Kuraigana natürlich etwas gefährlicher macht. Beim zweiten Teil haben wir erfahren, dass anscheinend die 7 Samurai der Meere abgeschafft wurden und deshalb alle von ihnen angegriffen werden, gerade von der Marine. Deshalb ist die Marine so sehr beschäftigt, dass sie es gar nicht mal mehr nach Wano Kuni schaffen können, um es mit einer Kaiserallianz aufzunehmen. Anscheinend wird auch Mihawk angegriffen, der auf einem wirklich immensen Kraftlevel ist und das ohne einen Admiral oder so. Es könnte sein, dass hier die Waffen vom Vegapunk eingesetzt werden, aber dieser wird jetzt angegriffen und er wollte anscheinend nicht, dass Peruna mit dabei ist. Aber ich denke, er hätte Peruna ohne Probleme beschützen können. Mittlerweile sollte Peruna die Insel Beehive erreicht haben, doch die Frage ist, wie hat sich ihr Kapitän Moria entschieden? Ist er der Blackbeard Piratenbande beigetreten oder hat er eine Allianz mit ihr geschlossen oder ist er doch in der Lage dazu, seinen eigenen Weg zu gehen und versucht zu flüchten. Ich meine, so schwach wie wir immer glauben, ist er nun auch schon wieder nicht. Ihm gelang es sogar damals auf Marineford vor Doflamingo zu fliehen, was, denke ich mal, nicht jeder schaffen sollte, wie wir auf Dressrosa gesehen haben. Moria ist meiner Meinung nach niemand, der sich einfach so jemanden unterordnet, ohne dabei seinen eigenen Vorteil rauszuschlagen. Ich denke, dadurch, dass er gehört hat, dass Ruffy auf Wano Kuni ist, ist er auch daran interessiert, auch nach Wano Kuni zu kommen, um seine Rache an Kaido zu bekommen. Hier hat er jetzt einen starken Verbündeten namens die Blackbeard Piratenbande. Er könnte Blackbeard damit sozusagen weich kriegen, indem er ihm sagt, ich kann da starke Schatten besorgen, die dann uns irgendwann mal im Krieg nützlich sein könnten und Blackbeard könnte darauf reinfallen und Moria es erlauben, nach Wano Kuni zu gehen. Shiryu wäre der perfekte Charakter, welcher Moria mit nach Wano Kuni begleiten würde, um ihn zu überwachen und ihm behilflich zu sein. Moria wäre also schon weg, wenn Peruna auftauchen würde und ich denke, die Blackbeard Piratenbande hätte jetzt kein großes Interesse an Peruna, dass sie jetzt der Crew beitritt, sondern an ihrer Teufelsfrucht und ich denke, deshalb würde sie Katharina, Devon und Raffid austricksen und ich denke, zu Raffid würde die Frucht von Peruna sehr gut passen, denn ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass im Endkampf Ruffys Bande gegen Blackbeards Bande Raffid gegen Brook antreten könnte, was ich auf jeden Fall sehr cool finden würde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Peruna sofort ausschalten oder umbringen. Ich denke, sie wird vorher irgendwas sagen wie Mihawk wird euch auf jeden Fall dafür büßen lassen. Blackbeard ist ein Charakter, der auf der Suche nach immer größerer Macht ist und vorher waren es eigentlich nur Teufelsfrüchte, die er gesucht hat, um seine Crew zu stärken, doch jetzt ist es so, dass er mit der Schattenfrucht ebenfalls auch starke Charakter suchen kann oder besiegen kann, um deren Schatten zu bekommen, um so seine Armee zu stärken und ich denke, wenn er erfahren würde, dass Peruna Kontakt zu Mihawk hat, würde er sie dazu ausnutzen, um Mihawk anzulocken. Für Mihawk sollte es kein Problem sein, die Marine auszuschalten und sie zum Rückzug zu zwingen. Ich meine, allein die Human Drills auf Kuraigana sind so stark, dass sie die Marine ohne Probleme ausschalten könnte. Und ich denke nicht, dass die Marine irgendwas gegen Mihawk ausrichten kann. Selbst mit den geheimen Waffen vom Vegapunk. Vielleicht bringt es gegen Buggy und Co. was, aber gegen Mihawk definitiv nicht. Dadurch, dass Mihawk jetzt ein einfacher Pirat ist, wird er natürlich von der Marine immer wieder verfolgt.
und kann eigentlich nicht an einem Ort bleiben, denn dieser Ort wird dann permanent angegriffen. Ich denke, er erfährt sehr schnell, dass Perona in Gefahr ist. Vielleicht hat er ihr eine Weaver-Card gegeben und sieht, dass sie langsam anfängt zu brennen, oder er wird mit der Teleschnecke kontaktiert. Wenn Mihawk auf Beehive auftaucht, versucht die Blackbeard-Piratenbande natürlich am Anfang ihn irgendwie auszutricksen, doch sie merken sehr schnell, bei einem Charakter wie Mihawk ist dies nicht möglich, denn er ist auf einem ganz anderen Niveau und er wird natürlich ihre Tricks ganz einfach niederschlagen und es wird dann zu einem ernsten Kampf zwischen der Blackbeard-Piratenbande mit Blackbeard und Mihawk kommen. Die Blackbeard-Piratenbande ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber außerhalb des Kapitäns gibt es meiner Meinung nach nur eine Person, die wirklich gefährlich werden könnte für Mihawk, und zwar Shiryu, doch dieser ist anscheinend auf Wano Kuni. Deshalb würde ich sagen, die restlichen Crewmitglieder kann man hier in dieser Bewertung nicht wirklich ernst nehmen, weil Mihawk würde sie innerhalb von Sekunden einfach ausschalten, obwohl er sogar gegen Blackbeard kämpft, weil Blackbeards schwarze Löcher bringen gegen Mihawk nicht wirklich so viel wie bei einem Teufelsruchnutzer. Deshalb kann er sich sehr gut gegen diese wehren und erstmal die Crewmitglieder ausschalten, damit sie keine Probleme mehr machen. Dieser Kampf beschränkt sich also nur zwischen Blackbeard und Mihawk. Es gelang Blackbeard auf Marineford 2 Teufelsfrüchte zu essen, was natürlich die Welt komplett schockiert hat. Er besitzt aktuell die Finsternisfrucht und die Erdbebenfrucht, welche in ihren jeweiligen Kategorien die stärksten Teufelsfrüchte sind. Und zwar auf Marineford hatte er schon die Möglichkeit, die Erdbebenfrucht auszuprobieren, und es gelang ihm sogar, Attacken von Whitebeard nachzuimitieren. Und Blackbeard ist wirklich nicht zu unterschätzen. Er ist jemand, der sehr klug ist und sich mit den Teufelsfrüchten schon beschäftigt hat. Deshalb weiß er, denke ich mal, bei vielen Früchten, was für Fähigkeiten sie besitzen, und deshalb sollte es für ihn nicht so schwer gewesen sein, innerhalb des Timeskips während dieser 2 Jahre deutlich stärker zu werden und die Erdbebenfrucht perfekt zu benutzen. Ich denke, er hat auch bei beiden Teufelsfrüchten das Erwachen drauf, was, denke ich mal, für seine Stärke stehen sollte. Und zwar gab es sogar einen Rachekrieg gegen die restliche Whitebeard-Piratenbande, welchen er ohne Probleme gewann, und ich meine, die 5 Weisen erwähnten, dass Marco mit der restlichen Whitebeard-Piratenbande auf dem Level einer Kaiser-Crew ist, und hier sehen wir, dass sogar Blackbeard womöglich dieses Level schon überstiegen hat und vielleicht sogar Shanks die einzige Person ist, die ihn noch aufhalten kann. Und ich denke, Shanks ist auch hier ein sehr gutes Beispiel, denn seine Narbe hat Blackbeard ihm zugefügt, bevor er überhaupt irgendeine Teufelsfrucht hatte. Die einzigen Schwächen, die Blackbeard aufweist, sind, dass seine körperlichen Fähigkeiten eigentlich nicht auf einem übernatürlichen Level sind, wie es zum Beispiel bei den Kaisern der Fall ist, bei Big Mom, bei Kaido. Bei ihm ist das Ganze eher etwas im normalen Bereich und seine Haki-Fähigkeiten sollten jetzt nicht wirklich übernatürlich sein, aufgrund dessen, dass seine Teufelsfrüchte, denke ich mal, vieles für ihn regeln. Ansonsten ist es so, dass er einiges mehr Schaden einstecken muss als normale Charakter, wenn er getroffen wird, und das könnte ihn gegen starke Charakter auf jeden Fall einen Nachteil bringen. Einen schwierigeren Gegner hätte Blackbeard nicht bekommen können. Er war zwar einer der 7 Samurai der Meere, aber das nicht aus dem Grund, dass er irgendwie zu schwach war, um ein Kaiser zu werden. Nein, er hatte einfach kein Interesse daran. Die Rede hier ist von Mihawk Falkenauge, der beste Schwertkämpfer in der Welt von One Piece. Schon als Shanks auf dem Schiff von Gold Roger war, hatte sich Mihawk einen Namen gemacht und genießte Respekt von jedem. Es war so, dass er noch nie einen Kampf auf seiner Laufbahn verloren hat und generell auch viele legendäre Schlachten gegen Shanks hatte, der zu dem Zeitpunkt schon auf einem sehr grandiosen Level war. Es ist so, dass er anscheinend keine einzige Narbe weggetragen hat von einem Kampf, und es gelang ihm sogar, sein Schwert zu einem Black Sword zu formen, was nicht für jeden möglich ist. Selbst Kozuki Oden schaffte dies nicht. Anscheinend hat er ein sehr besonderes Haki, ansonsten hätte er gegen Shanks nicht kämpfen können. Sein Observationshaki ist ebenfalls auf einem ganz anderen Niveau. In der Weaver Card wird er ebenfalls als Hellseher benannt, was dafür spricht, dass er generell weit in die Zukunft sehen kann. Während des Timeskip ist er natürlich nicht einfach nur sitzen geblieben und hat nichts gemacht, sondern war ebenfalls aktiv, und zwar hat er Lowlord Zoro aus der Strohpiratenbande trainiert und ihn zu einem wahnsinnigen Monster gemacht. Ich denke, zu Mihawk kann man echt nicht wirklich sehr viel sagen. Seine Schwertkunst ist natürlich beachtlich und seine Schnelligkeit auch. Er sollte körperlich auf einem ganz anderen Niveau sein und Blackbeard dadurch große Schwierigkeiten machen. Beide Charakter gehören zu den Top Tiers aus One Piece. Ich muss eines erwähnen, und zwar Blackbeard hat einen Charakter vor sich, der wirklich ein sehr schwerer Gegner für ihn ist. Ein anderer Kaiser wäre vielleicht etwas einfacher, aber Mihawk ist es wirklich nicht. Er gehört hier zu den Charakteren, die Blackbeard eigentlich sozusagen am gefährlichsten
gefährlichsten werden könnten. Und ich denke, hier sind auch die körperlichen Fähigkeiten von Myok eine ganz wichtige Sache. Und zwar seine Schnelligkeit, generell seine Angriffe, wie schnell die sind, sind, denke ich mal, für Blackbeard das größte Problem und werden ihn im Kampf sehr große Schwierigkeiten bereiten und auch dafür sorgen, dass er höchstwahrscheinlich sogar den Kampf verliert. Denn wenn Myok erstmal ernst macht, dann hört auf jeden Fall der Spaß auf. Wenn es so ähnlich wie bei Zoro ist, dann wird Blackbeard auf jeden Fall einiges einstecken müssen. Und wenn er keine geheime Fähigkeit hat, um hier Myok irgendwie aufzuhalten, dann wird es natürlich sein Ende sein. Meiner Meinung nach würde Myok diesen Kampf gewinnen. Doch falls Blackbeard irgendeine geheime Fähigkeit hat, die gegen Myok funktionieren könnte, dann könnte es auch sein, dass Blackbeard den Kampf gewinnt. Ich bin aber für Myok. Allein die Vorstellung, dass Myok auf Beehive gefangen gehalten wird, macht mir große Angst. Aber wenn es so passieren sollte, dann würde ich mir wünschen, dass die Rota Piratenbande mit Shanks nach Beehive kommt, um gegen die Blackbeard Piratenbande zu kämpfen und um Myok zu befreien. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt auch mal eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.